Liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem Livestream hier heute aus der M Street, Jugendhaus M Street, Marschestraße. Wir machen ein schönes Frühlingsbenefizkonzert für die Ladenstraße, Onkel Toms Hütte. Bleibt dabei. Viel Spaß dabei. Die Ladenstraße ist im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte eine Möglichkeit einzukaufen, Lebensmittel, Elektrosachen und so weiter und so fort. Alles am Start. Und da haben wir ganz oft gespielt, deswegen wollen wir Danke sagen. Welcher Song? Wir spielen Norwegian Wood von den Beatles. Jo, dann geh ich schon mal rein. Thank you very much. You are welcome. Wir haben heute Erich bei uns, der uns geholfen hat, mit ganz viel Technik aufbauen und Licht einrichten und bla bla und so und so. Und vielen Dank auch an das Meko, die uns mit den ganzen technischen Ausstattungen hier, Lampen und so weiter geholfen haben. Wir sitzen auf einer Mini-Ramp, normalerweise sind hier lauter Kinder, die diese Mini-Ramp hier malträtieren. Und aktuell ist hier auch Lockdown im M Street, ganz Jugendhaus genau. M Street. Wer allerdings aktuell Unterstützung braucht mit Familie oder Kindern oder sowas, kann sich hier melden im Jugendhaus Marschallstraße. Ihr findet es bei Google, Jugendhaus Marschallstraße, JFE Marschallstraße. Und ihr könnt euch telefonisch hier melden, euch wird geholfen, auch wenn aktuell hier keine Kinder betreut werden können. Von wann bis wann, Sven? Von 14 bis 19 Uhr. Okay, also meldet euch in Zehlendorf, nahe Oskar-Lena-Heim ist das Jugendhaus hier normalerweise. Und ihr könnt euch auch jetzt aktuell telefonisch melden. Welchen Song wollen wir noch spielen? Reality hätte ich Lust drauf, von Lost Frequencies. Gucken wir mal, ob die Gitarre da auch mitspielt. Das ist in C, ne? In C, genau. As I go to anywhere I flow, sometimes I believe time where I should know. I can fly high, I can go long. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow, sometimes I believe the time where I should know. I can fly high, I can go long. Today I got a million, tomorrow I don't know. Ich mach was. Ich
Stop crying like you're home. Think about the show. We're all playing the same game. I'm laying down alone. We're unknown and wrong. Special when I come. Hate will make you cautious. Love will make you cold. It's written in the warm. Make me feel the cold. It's written in our story. It's written on the wall. This is our call. We rise and we fall. Dancing in the moonlight. Don't we have it all? Hey! Mein Freund erzieh mich nicht von irgendwelchen komischen Dingen. Ich könnte auch meine Sachen packen und das Gas nach oben bringen. Ich würde die halbe Welt bereisen und am Ende irgendwann höre ich mich dann immer noch, wann komme ich denn endlich an? Ist klar, dass da jeder jetzt was ganz Eigenes denkt und dass jede kleine Diskussion sofort den Rahmen sprengt. Aber hey, lass dir gesagt sein, eigentlich steht man unter überall oder neben sich. Wie du verstehst mich nicht, das ist doch klar wie Opis Fusel. Wovon du nachts erträumst es, wovor ich mich so grusel. Die halbe Welt schreit Hü, doch die andere eben Hot. Und so leb ich täglich Weekend-Feeling wie bei Zod. Say what? Was, das wird mir langsam ein bisschen krass. Und nur weil ich mich nicht wie der Rest ins Jäckchen zwängen lass, heißt das noch lange nicht, dass ich hier weiß, wie's läuft. Und so ist es eben bloß nur der Problem, bei der sich häuft. Tja! Sometimes I believe time where I should know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warm, make me feel the cold. It's written in our story, it's written on the wall. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Ich will ganz kurz was zur Lahnstraße sagen. Bitte, ja. Okay. Ah. Ich drehe dir mal das Mikro rüber. Mach das mal wieder. Oh, ich muss hier erst machen. Das steht jetzt auf YouTube. Geslammt. Also, hier ist die Website. Wir wollen ja die kleinen Läden unterstützen in unserem Kiez. Hier sieht man Onkel Toms Lahnstraße. Und man sieht hier zwei Sachen. Nämlich zum einen, es gibt einen Wochenmarkt. Auf diesem Wochenmarkt machen wir auch normalerweise Musik um die Jahreszeit. Das andere ist, dass es in diesem U-Bahnhof in der Lahnstraße diverse kleine Geschäfte gibt. Man kann dort aktuell hingehen, man kann zum Wochenmarkt gehen und man kann in die Läden gehen und einkaufen. Und das sollte man auch tun. Nämlich zum einen auf dem Wochenmarkt, weil das unter freiem Himmel ist und das Ansteckungsrisiko, ich bin jetzt kein Experte, aber unter freiem Himmel kann man mit weniger Ansteckungsrisiko einkaufen und für sich selber auch entscheiden, wie die Abstände sind, als wenn man in so einem kleinen, zusammengepferchten Supermarkt ist. Was die Läden hier angeht, die gehen relativ verantwortungsvoll damit um. Also ich weiß zum Beispiel, dass Elektro Schäffler immer nur einzelne Leute in den Laden lässt, um die zu beraten, weil diese Elektro-Sachen, die die dort verkaufen, auch Elektroinstallationen, Lichtinstallationen und so weiter, relativ beratungsintensiv sind, ne? Man geht also einzeln rein, wird einzeln beraten, geht dann einzeln raus, dann kann der nächste Kunde rein. So, hier auf diesem Wochenmarkt
ich war jetzt letzte Woche auch mal da und man kann hier sehr gut sehen, aha, die haben geöffnet, sind relativ viele Stände da. Für die kleinen Ladenbesitzer, die hier auf dem Wochenmarkt sind, ist ja auch eine gute Möglichkeit, ihre Sachen zu verkaufen. Ich kann hier, wenn ich hier unterwegs bin, selber entscheiden, wie nah will ich eigentlich an die Leute ran oder nicht. Also ich glaube, diese Märkte bieten eine tolle Möglichkeit, gerade wenn man über mögliche Szenarien von Lockerung sprechen möchte. Ich habe hier mal Daniel Stevens besucht. Man sieht auch hier Handschuhe und Seife. Warum jetzt MeToo heißt, weiß ich zwar nicht, aber es ist auf jeden Fall dafür gesorgt. Die Kunden treten hier auch einzeln an den Stand heran, lassen sich beraten, holen sich ein bisschen Wein. Und Daniel freut sich, dass sein Business weiterläuft. Und das sollten wir unbedingt unterstützen. Wenn ihr sowieso rausgeht in den Supermarkt, da seid ihr dicht auf dicht mit anderen Leuten, warum nicht auf den Wochenmarkt gehen? Und wenn ihr schon dort seid, dann schaut, ob ihr hier in einem dieser jetzt aktuell bereits geöffneten Geschäfte einkaufen gehen könnt. Ich gehe mal im Schnelldurchlauf durch. Aldi, ist klar, was die machen. Bäckerei Wiedemann, Barbara Apotheke, genau, die haben auch einen Lieferservice aktuell. Wenn man also irgendwas braucht, Medikamenteversorgung, Lieferservice nutzen. BAFA-Quelle ist Tierfutter. Weiß ich nicht genau, unbedingt hier auch mal schauen. Die scheinen ja auch eine Website zu haben. Buchhandlung Born, finde ich super gut. Bücher kann man aktuell brauchen. Schneiderei, sehr freundlich. Der Herr, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, hat mir da auch schon mal Sachen ändern lassen. Das kleine Tee aus Margit Kluttke, ganz weit vorne, yes. Hat immer die Band unterstützt. Also, es gibt eine Telefonnummer, ich weiß, dass sie geöffnet hat. Und viele Leute reporten, dass es solche tollen kleinen Läden gibt. Elektrogeschäft Albert Schäffler, genau. Bernd und Verena, die sind einfach klasse, die beiden. Da hingehen, wie gesagt, die Leute werden einzeln reingelassen, man kann sich beraten lassen, man kann auch so eine Lichtinstallation bestellen. Hä, warum nicht jetzt? Also, ganz normale Öffnungszeiten, Fahrrad, Lipke. Wer jetzt aktuell kein funktionierendes Fahrrad hat, ist selber schuld. Also hin oder anrufen und fragen, wie man es machen kann. Man kann ja auch das Fahrrad einfach hinstellen, Auftrag geben, per E-Mail bestätigen. Da muss man ja nicht unbedingt reingehen, wenn man das nicht machen will. Kompaktkauf, Loti Pantons, Macarons, hey, ein cooler Name. Möchte mal kennenlernen, ich kenne ihn noch nicht. Vietnamese Cuisine, nur außer Hausverkauf. Ja, das ist natürlich schwierig für die ganzen Restaurants und restaurantähnlichen Betriebe. Onkel Toms Burger auch hier, kann man bestellen. Also man sieht in der Website, geht hin, bestellt es Nahkauf. Reformhaus Demski ist auch ein tolles Team, finde ich richtig gut. Schuhservice. Telemedia Point, Toms Blumenhütte, haben auch alle geöffnet. Toms Kaffeerösterei, sehr netter Geschäftsführer, auch hingehen kann man online bestellen. Waschsalon und Reinigung in Zeiten der Hygiene, auch top. Wiener Feinbäcker, genau, haben mal sehr leckeres Frühstücksangebot. Und das sind Geschäfte, die jetzt wahrscheinlich ab nächster Woche dann in die neue Regelung reinfallen und geöffnet haben können. Brownie Box. Online-Bestellung möglich. Okay, das heißt, man kann da jetzt eigentlich wahrscheinlich auch schon bestellen. Coiffeur Raguse, der hat mir als Kind schon die Haare geschnitten. Wie cool ist das denn? Lustiges Foto übrigens. Dietmar an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es ihm gut geht und er irgendwie im nächsten Jahr wieder zur Verfügung steht. Über Diskussion über Segelturns, Reisebüro, oh, das ist natürlich bitter. Aber auch hier vielleicht supporten mit einem Lottoschein oder irgendwas anrufen, wie man das machen kann. Fotoschreibspielwaren, Goldschmiede, Ukro. Ach, das ist echt bitter. Diese ganzen Geschäfte, die sind aktuell geschlossen, aber hoffentlich ab nächster Woche wieder offen. Jeans Corner. Schuhmode Schmiedling. Den hat's echt hart erwischt. Super nett, der Geschäftsführer. Der hat nämlich auch noch ein Geschäft in Zingst. Das heißt, er muss zweimal Miete zahlen und darf aktuell nicht aufhaben, weil Schuhmode nicht zu den Grundversorgungssachen gehört. Aber hoffentlich ab nächster Woche wieder offen. Und ich zeige euch einfach mal, weil ich das unbedingt mal machen will. Man sieht ja hier unten, man kann Gutscheine erwerben über Kiezhelfer Option Pay. Kiezhelfer ist so ein Ding, das findet man über den Tagesspiegel. Tagesspiegel Kiezhelfer und lande hier auf einer Seite Kiezhelfer, wo ich dann den Namen meines Geschäftes eingeben kann. Nämlich Schmiedling. Ah, plus 10%. Und dann sieht ihr auch, Tagesspiegel hat das zusammen gemacht mit OptioPay. Und OptioPay ist also der Dienstleister, der diese Gutscheinplattform realisiert hat. Das ist so ein typisches Startup in Berlin, sind aber ziemlich dick, haben gute Referenzen,
Commerzbank, Sparkasse, deren Konzept ist irgendwie so, Marketing und moderne Online-Banking-Strukturen zu verbinden. Markus Börner und Oliver Oster haben das gegründet. Aha, kenne ich nicht. Haben ganz nette Fotos. Hat Rebuy gegründet, als er 17 Jahre alt war. Wie krass ist das denn? Also diese Startup-Leute sind immer wieder fasziniert. Hat jetzt inzwischen 500 Angestellte mit seinem Rebuy. Fand ich auch eine ganz gute Plattform. Habe ich mal eine Kamera drüber gekauft. Oliver Oster ist ein Lawyer, ein Rechtsanwalt. Naja, nicht jeder kann ordentlich Beruf lernen. Okay, jetzt werde ich gebasht. Aber naja, gut. Ich sage jetzt nichts mehr ohne meinen Anwalt. Aber ich finde sowas immer eine feine Sache. Option Pay, Daumen hoch. Tagesspiegel, Daumen hoch. Ich werde jetzt bei Schuhmode Schmiedling einen Gutschein bestellen, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Schuhmode Schmiedling, Details. Details. Kann ich hier für 20 Euro kriege ich keine Schuhe. 50 Euro wahrscheinlich auch nicht, aber jetzt für den Zweck, ah, guck mal, und 10% drauf sind 55 Euro. Ich mache hier hinzufügen. Ich habe hier schon mal das vorher getestet, deswegen steht hier mein Name, Vorname, Nachname, meine E-Mail-Adresse tom@billenbay.com, Sofortüberweisung. Akzeptiere ich AGBs, bla 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 bla. Weiter, die E-Mail-Adresse ist korrekt. Payment in Progress. Willkommen. Wählen Sie Ihr Land und Ihre Bank aus. So, hier sieht man übrigens unsere Website. Land Ihrer Bank Deutschland. Ich gebe mal hier meine IBAN ein. Upp. Muss hier nochmal die Filiale eingeben. Kontonummer. Foto Tan Push. Okay. Jetzt brauche ich mein Handy. Ich muss hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, bestätigen, dass ich die Überweisung durchführen möchte. Mache ich. So. Und habe die Bestätigung und bekomme das an meine E-Mail gesendet. So, und wir werden jetzt für euch noch ein bisschen Musik machen. Bleibt stark, wir möchten euch unterstützen und wir sehen uns hoffentlich sehr bald auf einem frei zugänglichen Markt, auf dem wir musizieren können. Und wenn nicht, werden wir versuchen, das hier weiter zu promoten, dass wir online das machen können. Ich werde am Ende nochmal sagen, was für Unterstützung wir dafür brauchen. Und bis gleich. Ich weiß nicht, das irgendwas mit Moll. Mhm. Offensichtlich. Müsst ihr ein bisschen auf den Pegel achten bei dem Song? Ja. Siehst du da, wenn du das Mikrofon zurückdrehst? Ah, 1, 2, 3. Ja. Der sieht okay aus, würde ich sagen. Ja, super. Genau. Dann, liebe Lahnstraßenbesitzer, liebes Jugendhaus M Street, liebe alle anderen, die gerade aktuell unter dieser Situation leiden, ihr seid nicht vergessen, wir geben euch dieses Jahr etwas zurück und hoffen, dass ihr den einen oder anderen Song genießen könnt. Wir werden übrigens, wenn es hier auf gute Resonanz stößt, nächste Woche das nochmal machen. Dann könnt ihr einfach bei YouTube den Kanal abonnieren und werdet dann mitbekommen, wenn wir das Ganze live mal ausstrahlen. Was to say to you,
Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Trying to we can only lose. And our love becomes a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Trying to we can only lose. And our love becomes a funeral pyre. Letzter Durchlauf. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. So, also wir hoffen, unser kleines Konzert hat euch gefallen. Das war technisch sehr interessant, das mal so zu erleben, wie funktioniert diese Gamer-Welt eigentlich mit diesem kleinen Bildschirm, den wir eingebildet hatten. Wir würden es unheimlich gerne wiederholen, wenn wir können. Gerne auch jetzt in der aktuellen Corona-Zeit immer wieder darauf aufmerksam machen. Wenn wir das machen sollen, dann schickt uns unbedingt Feedback über die Website oder über Instagram, einen eurer Kanäle, YouTube, wie euch das gefallen hat. Wenn ihr technisch und mit Video-Equipment fit seid oder von Meko-Seiten aus, könnten wir sehr gut weiteren Support gebrauchen, weil es hier extrem anstrengend ist, Kameras gleichzeitig und Musik gleichzeitig zu bedienen. Meldet euch. Oder wenn ihr einen Zehlendorf oder Steglitz-Blog habt, euch engagiert, journalistisch, dann könntet ihr uns unterstützen, ein bisschen Reichweite darüber zu generieren. Um halt auf die kleinen Läden hier aufmerksam zu machen. Ich denke, in den nächsten Wochen mit den Lockerungen wird es eine große Herausforderung sein, die Leute aufzuklären, zu schauen, was funktioniert eigentlich, was funktioniert nicht. Wir hoffen, wir haben das heute ein bisschen näher gebracht und spielen, wie gesagt, immer für euch gerne. Ach so, ihr könnt natürlich auch YouTube-mäßig hier einfach auf Abonnieren klicken. Dann solltet ihr das sehen, wenn wir das nächste Mal wieder einen Upload haben. Wir würden, wie gesagt, gerne in regelmäßigen Abständen dazu Beiträge posten, jetzt in der aktuellen Situation. Und meldet euch, wenn ihr unterstützen könnt. Und ja, holt euch auch gerne so einen Gutschein. OptioPay, Tagesspiegel, coole Aktion. Wir unterstützen das. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Goodbye, Brigitte. Sending my love to the seashore. Love to the seashore. I know you know, but these words don't ever come.